Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und ihr seht schon im Hintergrund läuft wieder Videomaterial aus dem ersten Death Diary von Jurassic World Evolution 2. Und das hat auch seinen Grund, weil ich möchte jetzt nochmal alles mit euch gemeinsam durchgehen und ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Und wir fangen hier direkt bei dem ersten tollen Shot an. Da sehen wir nämlich nochmal einen Park von oben in dieser schönen Tigerlandschaft. Was mir als erstes hier aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass sich das Spiel zu den ersten Screenshots optisch auf jeden Fall schon mal ein wenig verändert hat. Also sieht zumindest so aus, als wenn da schon mal so ein bisschen mehr Tiefe reingekommen ist. Also dass halt so ein Shader ein bisschen draufgelegt worden. Und ich gehe aber auch davon aus, dass es dann zum fertigen Release noch besser aussehen wird. Also da werden die sicherlich noch mehr dran arbeiten. Ihr müsst halt immer bedenken, steht ja auch hier unten, ist alles Alpha-Ingame-Footage. Also wenn das Spiel dann rauskommt, wird es bestimmt noch um einiges besser aussehen. Auf die Dinosaurier werde ich in diesem Video nicht eingehen, weil dazu habe ich ein extra Video gemacht. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das sehen wollt. Weil da gibt es auch über 10 neue bestätigte Spezies, also sehr, sehr interessant. Ansonsten, ja, jedes Gebäude werde ich hier auch nicht durchgehen, nur die ganz, ganz interessanten, weil jetzt solche Sachen kann ich gar nicht sagen, was das ist. Sieht aus wie ein Kraftwerk, aber das ist ja, denke ich, nicht so spannend. Und hier, die Sachen sind jetzt auch nicht so krass, also gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Shot. Da haben wir einen Amargasaurus, den haben wir auch schon zu Genüge gesehen. Hier sieht man wieder einen wunderschönen Berg im Hintergrund. Und jetzt wird es schon spannend, Leute, denn wir sehen hier zum ersten Mal einen Sandsturm in Action. Der wird natürlich dann auch ja, auf den Management-Aspekt und so weiter einwirken. Also das ist super, super spannend. Ich spule nochmal zurück. Wir uns das nochmal durchlaufen lassen. Sieht schon sehr cool aus. Oh, das geht immer so schnell alles hier. Die sind zu kurz, die Aufnahmen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Dinos so verhalten, weil Unterstände oder so sehe ich hier noch gar nicht. Allerdings natürlich einiges an neuen Gebäuden. Also hier ist wirklich, sieht fast alles neu aus. Und das ist übrigens auch zum ersten Mal so, dass man die Wüstenlandschaft mal sieht. So im richtigen Gameplay von oben, so wie man baut. Finde ich auch super interessant. Und als nächstes haben wir hier die Monorail. Die haben wir auf jeden Fall dann auch wieder. Die kommt zurück, das ist auch sehr schön. Und hier sieht man dann auch schon viele, viele Dinosaurier, die zusammen in einem Gehege leben. Das ist natürlich bei bestimmten Spezies untereinander dann auch machbar. Aber da gehen wir gleich auch noch genauer drauf ein. Ist aber schon mal interessant, ne? Stegos, Triceratopse, Apatus und Brachius scheinen sich zu verstehen. Und die ganzen Felsen hier, die kann man relativ nah an den Zaun bauen. Das finde ich auch sehr interessant. Also es scheint hier von den Hitboxen oder Kollisionen auf jeden Fall ein wenig besser geworden zu sein als bei JWE1. Da musste man ja immer relativ viel Abstand halten. Und hier sehen wir das erste Mal den Pteranodon fliegen und auch landen. Finde ich auch super interessant. Also hier unten auf dem Boden sehe ich keinen. Die scheinen hier nur oben auf diesen begehbare Gänge, würde ich sagen. Wie nennt man denn sowas? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Hier sieht man das nochmal besser. Da scheint er dann wirklich drauf zu landen. Ich weiß gar nicht, ob die auch auf dem Boden landen oder nur auf diesen Dingern dann. Das wäre ja irgendwie komisch, ne? Wenn die auf dem Boden dann nicht mehr landen. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sieht man jetzt hier nicht. Also die sitzen wirklich alle hier oben auf den erhöhten Positionen. Aber ich hoffe dann auch mal, dass die runtergehen. Die müssen ja auch fressen und sowas, ne? Also da wird es ja wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Fischfieder oder irgendwas in der Richtung geben, gehe ich von aus. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Denn die Verhaltensweisen und Interaktionen der Dinosaurier untereinander wurden auch verbessert. Das dient natürlich dazu, dass die Dinosaurier viel realistischer und authentischer rüberkommen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, ja, ist das ein richtiger Kampf? Ich weiß es nicht. Jedenfalls zwei Triceratopse, die sich so ein bisschen ja anbullien, sage ich mal. Also so ein richtiger Fight ist es, glaube ich, nicht. Aber ich finde es ganz cool, dass die so mit den Köpfen so ein bisschen gegeneinander stoßen. Ist vermutlich ja so ein bisschen der Kampf um die Vorherrschaft, wer das Alpha-Tierchen ist, gehe ich von aus. Die Animation kennen wir ja schon vom Species Profile, also das ist nichts Neues. Und dann wird es richtig interessant, denn hier sehen wir zum ersten Mal Dinosaurier im Rudel jagen. Hier sind drei Velociraptoren, die Jagd auf ein Stego machen. Und dann sieht auch direkt, dass das Kampf- und Jagdsystem dynamischer geworden ist. Weil normalerweise war es ja so, dass sich jetzt der Stego aufgestellt hätte und dann gewartet hätte, bis der Angreifer in der richtigen Position ist. Und dann hätte er einfach die Animation abgespielt. Aber hier sieht man halt wirklich, dass die wirklich dynamisch laufen und nicht in so eine ja, Animation. Ja, wie nennt man das denn? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, dass die sich so einklinken in diese Animation und die spielt sich dann ab und sieht immer gleich aus. Also, die laufen halt wirklich selbstständig und deswegen denke ich mal, dass jede Jagd dann auch
ein wenig anders aussieht. Ich bin mal gespannt, wie die dann angreifen, wie das aussieht. Kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Das sieht man hier leider aber auch noch nicht. Ich finde es mega cool, dass das eingefügt wurde. Und ich finde es auch wirklich beeindruckend, dass so kleine Velociraptoren sich an einen Stegosaurus heranwagen. Da bin ich echt gespannt, wie taktisch die dann zusammenarbeiten, um den dann wirklich zu erlegen. Könnte natürlich hier in dem Bild auch so sein, dass sie den nur aus ihrem Territorium vertreiben. Könnte ich mir auch vorstellen. Weil eigentlich ein Stego steht nicht auf der Beute oder auf der Speisekarte von einem Velociraptor. Macht in meinen Augen wenig Sinn. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Hier sehen wir nochmal Raptoren, wie sie Ziegen erlegen. Und diese Animation kennen wir tatsächlich auch schon von den Raptoren. Außerdem wurde das soziale Verhalten untereinander auch noch verbessert. Und auch das Verhalten auf die Umwelteinflüsse, also wie die Dinosaurier darauf reagieren, was um sie herum passiert, was für andere Dinos da sind, was für Wetterbedingungen herrschen oder ja, in was für einem Gebiet sie sich aufhalten, was für Pflanzen da wachsen und sowas. Darauf sollen die Dinosaurier jetzt auch viel besser reagieren und dann auch dementsprechend agieren. Das neue Territorialsystem wird dann auch nochmal ein wenig gezeigt. Es wird zum Beispiel nochmal gezeigt, dass sich bestimmte Dinosaurierarten untereinander auch verstehen und dann auch gerne ein Territorium teilen. Und andere wiederum, die vertragen sich nicht so und dann kann es sogar unter Pflanzenfressern, wie man hier sieht, zwischen einem Stego und einem Triceratops, zu kämpfen kommen. Und der Sieger, der behält dann das Territorium, so wie der Triceratops hier, und der Verlierer muss leider von dann ziehen und sich ein neues Territorium suchen. Das finde ich wirklich richtig interessant, weil so Kämpfe unter Pflanzenfressern hatten wir ja nur unter der eigenen Spezies in Jurassic World Evolution 1, zum Beispiel bei den Pachys oder sowas, die haben ja auch gerne mal mit den Köpfen gegeneinander gestoßen, wenn sie übersozialisiert waren. Aber so ein Kampf zwischen dem Triceratops und dem Stego, das ist wirklich was Besonderes. Und ich bin dann auch gespannt, wie dann die anderen Pflanzenfresser so untereinander kämpfen. Natürlich wird es solche Territorienkämpfe sicherlich auch unter Fleischfressern geben. Hier haben wir jetzt auch nochmal einen wunderschönen Videoausschnitt von dem Tyrannosaurus Rex. Finde ich auch mega cool, wie der aussieht vom Skin. Super interessant, so braun und hier grünlich oben. Mega nice. Und auch hier die Viewing Gallery ist neu. Die ist viel, viel tiefer jetzt. Ich hoffe, da gibt es dann auch verschiedene. Das ist aber auch so eine kleinere, so wie es aussieht. Finde ich aber ganz nice. Dann ist man irgendwie noch näher an den Dinosauriern dran. Und hier sieht man auch nochmal, was man alles für Möglichkeiten hat, seine Gebäude anzupassen. Es wird dann ja auch so sein, dass man so einzelne Module austauschen kann. Also man kann ein Standardgebäude auswählen und dann sagen, das ist ein Restaurant und dann kann man das optisch von den Farben anpassen, was vor dem Gebäude steht, was für ein Dach das hat, wo der Eingang ist und sowas. Dazu habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht, das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Aber ich finde es auch noch super interessant, was man hier so an Deko sieht. Weil das hier ist vor dem Gebäude, also es scheint wohl wirklich solche, ja, das sind ja so Blumentöpfe fast schon zu geben und das hier sind, glaube ich, Lampen. Also ich glaube, dekotechnisch werden wir echt viel bekommen. Und solche Sachen kann man bestimmt dann auch anpassen. Aber das sind dann keine Sachen, die man selber platziert, sondern das kann man dann auswählen bei dieser Gebäudeanpassung. Ich finde die Lösung aber eigentlich ganz cool, muss ich sagen, weil schaut euch mal an, wie unterschiedlich diese Gebäude aussehen und was man da für krasse Möglichkeiten hat. Man hat auch zwei verschiedene Arten von Aviarien gesehen, unter anderem dieses Glasaviarium, das haben wir jetzt ja schon öfter gesehen. Und dann gibt es noch dieses Aviarium, das sieht definitiv ein bisschen anders aus. Da ist dann eher so ein Käfig obendrauf. Hier sehen wir auch nochmal einen Velociraptor in drei verschiedenen Skins. Jetzt wird er gleich dunkler. Und jetzt wird er gleich nochmal heller. Und hier haben wir nochmal ein wunderschönes Bild von dem Park bei Nacht in dieser Tigerlandschaft. Sieht auch schon ziemlich cool aus, aber da fehlt auch noch so der finale Touch. Also mir fehlt allgemein so bei der Grafik von Jurassic World Evolution 2. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, also gerade bei meinem neuen Parkbauprojekt, da habe ich jetzt auch so Filter und sowas draufgelegt. Das sieht schon fast besser aus als das jetzt hier, muss ich sagen. Also ich hoffe, da wird sich noch viel ändern. Hier ist, glaube ich, auch nochmal diese Veterinär-Unit, diese neue. Und jetzt wird es nochmal richtig interessant.
Denn auf diesem Screenshot gibt es eine Info, die super spannend ist. Aber als allererstes sehen wir natürlich hier das Innovationszentrum, hier das Aviarium, hier hinten nochmal ein paar Hotelanlagen. Und hier, Leute, da ist das erste Mal ein Becken zu sehen, wo wir dann später unsere Wassersaurier drin halten werden. Also da wird dann der Mosasaurus zum Beispiel schwimmen. Ich zoome da jetzt nochmal rein. Wird aber wahrscheinlich dann auch so sein wie beim Aviarium, dass man so runde Becken bauen kann eventuell. Also so zwei runde und die werden dann verbunden. Könnte ich mir vorstellen. Oder das Ganze sind dann halt wirklich solche ovalen Becken. Man muss ja überlegen, ja, diese Wassersaurier, die brauchen ja mega viel Platz. So ein Mosasaurus ist ja riesig. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht dieses Ovale die Grundform ist. Und dann kann man eventuell, das ist halt nur ein Guess jetzt von mir, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das dann eventuell noch erweitern kann mit einem weiteren ovalen Becken und dann irgendwie vergrößern oder so. Dass man dann beliebig viel aneinander setzen kann. Also ähnlich wie bei den Aviarien. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ein Becken für die, ja, Wassersaurier sein muss. Was soll es sonst sein? Ich meine, es ist mitten im Park. Hier ist so Zaun und Beton außenrum. Ah, das muss das Becken sein für die Wassersaurier. Ich hoffe wirklich, dass wir bald endlich ein zu Gesicht bekommen. Bin da so gehypt drauf, gerade auf den Mosa. Außerdem sieht man auf diesem Screenshot auch nochmal das UI, also das User Interface. Das sind diese ganzen Knöpfe und so, die wir drücken können an den Seiten. Die möchte ich jetzt auch einmal kurz mit euch durchgehen. Ganz oben links haben wir den Kontrollraum. Den hatten wir auch schon in Jurassic World Evolution 1. Und wenn man dann darauf klickt, hat man hier oben links nochmal weitere Auswahlmöglichkeiten. Erstmal das normale Kontrollzentrum, da stehen dann Sachen wie Finanzen oder Besucherzufriedenheit und sowas, so ganz allgemeine Informationen. Dann haben wir hier die Expeditionsstätte, als nächstes diese Planetkugel. Das kennt ihr auch schon, das sind halt die Orte, wo man dann die Expeditionsteams zur Ausgrabung hinschicken kann. Dann haben wir hier als nächstes die Fossilienfunde. Das sind die Sachen, die hier gefunden werden. Die werden dann da abgelegt und dann kann man die da weiterverarbeiten. Hier haben wir dann die Forschung. Das kennen wir auch schon, da kann man dann Verbesserungen und sowas erforschen. Sorry, wenn der Mauszeiger immer weggeht. Ich muss den irgendwie bewegt lassen, sonst verschwindet das. Forschung kennen wir auch schon von JWE1. Und hier haben wir zum allerersten Mal einen neuen Punkt, den seht ihr auch schon im Overlay. Das sind nämlich Mitarbeiter oder Wissenschaftler, die kann man einstellen, um Sachen zu verbessern. Gehen wir aber gleich erst genauer drauf ein. Erstmal kommen wir zum letzten Punkt. Ich weiß nicht genau, was das ist. Also wenn ihr wisst, was das hier sein sollte oder wo man dann hinkommt, wenn man darauf klickt, schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht wieder so eine Datenbank oder so ist mit Infos und solchen Special-Sachen, die man freischalten kann. Sowas hatten wir auch schon mal bei Jurassic World Evolution 1, wo man dann, der Mauszeiger geht immer weg. Bleib jetzt hier. Das ist ja ganz schlimm. Aber ich will das Ganze jetzt hier mal abspielen, dann seht ihr das auch mal. Also hier kann man dann wirklich auch einen neuen Mitarbeiter rekrutieren. Dann kommt man hier in so eine Auswahl. Und die haben dann halt auch verschiedene Kosten, unter anderem. Dann steht hier auch das Trainingslevel, wie gut die sind. Natürlich der Name, der ist aber jetzt erstmal unwichtig. Dann stehen da auch die Fähigkeiten, was die können. Und was die vier Vorteile mit sich bringen. Der hier kann zum Beispiel schnelleres Erforschen im Forschungszentrum da machen. Das heißt, man hat 50% schnelleres Erforschen, wenn man diesen Mitarbeiter benutzt. Finde ich super, super spannend, muss ich sagen. Oh, und das kostet auch ordentlich Money, ne? Wenn man die einstellt. Also der Management-Aspekt wird definitiv viel, viel besser. Ich finde die Bilder voll cool. Wie so Knastfotos. Sieht das aus. Und die haben dann auch so ein Stresslevel. Das heißt, wenn die dann ihre Arbeit erledigen, dann steigt dieses Stresslevel. Und die müssen dann auch zwischendurch ausruhen. Weil wenn das voll ist, dann kann das auch negative Konsequenzen haben. Da kommen wir aber gleich nochmal genauer zu. Hier sieht man jetzt auch ein ACU-Zentrum. Das ist sogar, glaube ich, das Originale aus dem Jurassic World 1 Film mit diesem blauen Heli. Also von der Form her sieht es echt auf den ersten Blick so aus. Was das hier für ein Gebäude ist, weiß ich gar nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber hier seht ihr dann mal das Menü von diesem ACU-Zentrum. Sieht sehr interessant aus. Also Sturmabwehr, dann kann man hier Teams einstellen, Tasks festlegen. Also man kann dann auch den Mitarbeitern Aufgaben geben und diese arbeiten die dann auch selbstständig ab. Also man muss nicht immer alles selber anklicken. Finde ich super, super praktisch. Da kann man dann auch noch andere Sachen einstellen. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Man kann auch die Mitarbeiter trainieren und. Also hier gibt es wirklich viele neue Einstellungsmöglichkeiten. Das ist echt nice. Aber jetzt ist es nämlich so, jetzt kann man hier auf Additional Ranger Team gehen. Das heißt, man kann ein weiteres Ranger Team einstellen.
Und dann kann man hier einen seiner Mitarbeiter oder dieser Wissenschaftler auswählen und ich glaube dann diesem ACU-Zentrum zuweisen. Und dann bekommt das dann auch hier diese Traits und sowas. Da, Chung und Schofield oder Schofield werden jetzt zugewiesen, bringen dann diese Vorteile mit sich. Das hier sind wahrscheinlich auch irgendwie... das sind keine Kosten. Ich weiß nicht, was das genau ist. Also keine Ahnung. Oder sind das die Skills von denen? Wahrscheinlich sind das die Skills. Gehe ich mal von aus. Schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich weiß halt auch nicht alles. Ich gehe es halt nur gerade mit euch gemeinsam durch. Das hier ist aber auf jeden Fall wichtig. Das ist nämlich das Stresslevel. Hier ist es schon fast voll. Und jetzt kann es passieren, wenn dieses Stresslevel voll ist und man den Mitarbeitern keine Zeit gibt, sich auszuruhen und dieses Stresslevel wieder abzubauen, dann kann es passieren, oder dann steigt die Chance auf Sabotagen. Hier passiert jetzt zum Beispiel eine Sabotage, nämlich ein Gästeprotest. Das heißt, die Gäste protestieren und hätte man seine Mitarbeiter dann besser ausruhen lassen, dann hätten die diesen Protest auch verhindern können und dann wäre das nicht entstanden. Da gibt es dann wahrscheinlich auch noch andere Sabotagen, wie zum Beispiel Tore gehen auf oder funktionieren nicht. Das kennt man ja schon aus Jurassic World Evolution 1. Oh Leute, das habe ich hier gerade ganz vergessen. Es gibt sogar eine Übersicht von diesem Kontrollraum. Das Ganze sieht dann so aus. Da sieht man unter anderem das Park-Rating, dann auch noch andere Informationen, wie zum Beispiel Ticket-Sales oder Gästeanzahl oder wie interessant der Park an sich ist. Und das ist dann auch nochmal sehr spannend, wenn man dann zum Beispiel auf Ticket-Sales geht, hat man hier dann auch nochmal eine Übersicht darüber, an was für Gäste wie viele Tickets verkauft wurden. Es gibt ja mittlerweile 4 Stufen bei den Gästen, nämlich einmal die normalen Gäste, dann die Abenteuergäste, die Naturburschen oder Naturgäste und die Gäste, die Luxus bevorzugen. Und das ist wirklich super interessant, weil hier sieht man jetzt zum Beispiel, dass die meisten Tickets an diese Naturgäste verkauft werden. Dann macht es natürlich Sinn, auf die Wünsche von diesen am meisten einzugehen. Und das sieht man nämlich dann zum Beispiel hier. Denen ist wichtig, dass es den Dinosauriern gut geht. Denen ist wichtig, dass es viele Viewing-Plattformen gibt. Und Innovationszentren sind denen wichtig. Bei den anderen steht es natürlich dann genauso. Das ist auch echt cool. Zum Beispiel hier, dass die Luxusgäste wollen viele verschiedene Dinosaurier, Hotels und Gyrosphären. So sieht es dann übrigens aus, wenn man diese Abenteuergäste glücklich machen will. Mit einem schönen Rexy. Und ja, da stehen sie, die glücklichen Abenteurer. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Karte. Da wird es dann wahrscheinlich wieder verschiedene Ansichten geben, zum Beispiel Dinosaurier-Ansicht, Mitarbeiter-Ansicht oder wo dann nochmal besser einsichtig ist, wenn mal irgendwas kaputt sein sollte oder sowas. Als nächsten Punkt haben wir die Verwaltungsansichten. Da kann man dann wieder verschiedene Ansichten auswählen, dass man von oben sieht, wie gut der Park und an welchen Stellen der Park zum Beispiel mit Strom versorgt ist oder vor Unwettern geschützt ist. Das kennt ihr auch schon von Jurassic World Evolution 1. Und dann haben wir die Verwaltungsgebäude oder Mitarbeitergebäude. Die kann man dort auswählen. Da wird es dann wahrscheinlich auch wieder ACU-Zentrum geben, Ranger-Station und. Das Symbol bedeutet logischerweise Gehege bzw. Zäune und alles, was so dazugehört. Das wird man dann dort finden. Dann haben wir Besucherattraktionen, wie zum Beispiel Aussichtstürme oder Besuchergalerien, Gyrosphärenfahrten und. Als nächstes haben wir Gästegebäude, wie zum Beispiel Restaurants oder Souvenirläden. Und unter dem nächsten Menüpunkt findet man alle Sachen, um die Gehege und Umwelt zu gestalten. Dort kriegen wir sogar ein wenig mehr zu sehen, nämlich in diesem wunderschönen Clip, wo man auch nochmal eine richtig schöne Wüste sieht. Guck mal, wie weitläufig das ist. Also ich glaube, da wird man richtig viel Platz zum Bauen haben. Und das hier ist auch unter anderem ein neuer Zaun. Wie gesagt, auf die Dinosaurier bin ich in einem anderen Video schon eingegangen. Das ist nämlich auch eine neue Spezies, die confirmed wurde. Aber hier seht ihr es nochmal, das ist hier die Umwelt. Dort hat man dann auch wieder viele, viele Auswahlmöglichkeiten. Hier zum Beispiel die ganzen Pflanzen, Wasser, Terrain bepinseln, dann allgemein Felsen und andere Sachen, die man noch so platzieren kann an Objekten. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das Ziegensymbol. Und hier kann man wahrscheinlich das Land dann anheben und absenken und sowas. Also da weiß ich gerade nicht genau, was es ist. Ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall erstmal hier die Pflanzen. Und hier ist es leider so, wie ich befürchtet hatte. Denn wir befinden uns ja hier in der Wüstenlandschaft. Und ich sehe hier leider nur unter den Forest-Pflanzen 6 verschiedene Pflanzen, die ja nach Wüste aussehen. Also man kann hier 6 verschiedene auswählen. Und das heißt, es wird dann wirklich
Insel gebunden sein mit diesen Terrain-Tools. Das heißt, diese Kakteen und sowas könnte ich jetzt nicht in der Taiga platzieren. Es ist eigentlich immer besser, wenn wir Spieler so viele Baumöglichkeiten haben, wie es nur geht. Deswegen ist sowas natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Aber gut, kann man nicht ändern. Darunter sind dann auch noch zum Beispiel Früchte und Nüsse und sowas. Da muss man sich dann so ein bisschen reinfuchsen, was so die Pflanzenfresser essen und welche Pflanzenfresser was bevorzugen. Hier steht das dann zum Beispiel auch. Hier steigt der Forest-Wert. Ich weiß gar nicht, ob das... Der Forest-Wert ist wahrscheinlich eher so ein Wert, den die brauchen für die Umgebung, nicht das, was sie zum Fressen brauchen. Wahrscheinlich sind hier die Früchte und Nüsse eher so die Sachen, die die fressen, ne? Was muss man dann herausfinden? Also da muss man dann wahrscheinlich wirklich sich die einzelnen Dinosaurier angucken und dann dementsprechend das Gehege bepflanzen. Ist auf jeden Fall schon mal super interessant. Die kann man dann hier wunderbar auswählen und dann ganz normal einpinseln, so wie man es schon kennt. Das funktioniert auch echt gut und sieht auch echt super aus von der Bepflanzung, muss ich sagen. Und dann haben wir als nächstes einen Clip, wo man dann nochmal sieht, wo man die Felsen auswählen und platzieren kann. Ich sehe auf jeden Fall über 15 verschiedene Felsen in verschiedenen Farben. Und das Besondere ist, man kann diese sogar rotieren in mehrere Richtungen. Dadurch entsteht natürlich nochmal viel mehr Variation bei den Felsen. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die auch wieder so einen blauen Kreis haben, also so eine Hitbox. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Hitbox nur für die Dinosaurier gilt und nicht für andere Objekte. Weil wäre eigentlich ganz cool, wenn man dann Felsen auch ineinander platzieren könnte. Weil dann könnte man die natürlich auch kombinieren und zum Beispiel so eine coole Klippe oder sowas erstellen. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal das Terrain anpinseln. Und ja, hier ist es dann leider auch so, dass man nur diese Wüstenterrain-Tools dann hat. Das sind jetzt auch insgesamt nur 6 Stück. Also man kann nicht irgendwie Gräser aus der Taiga in der Wüste dann platzieren. Der nächste Menüpunkt sind die Wege. Dann haben wir die Energieversorgung. Da wird man dann Kraftwerke und sowas finden. Jetzt haben wir ein Symbol, was so aussieht wie so Springbrunnen und Fontänen. Also ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich die Deko-Objekte sind. Und ich hoffe sehr darauf, dass wir da auch dann fließendes Wasser bekommen, mit in Form von Springbrunnen vielleicht. Wäre ganz cool. Das Symbol sind wahrscheinlich diese neuen Dinosaurier, die man ja auch aus der Natur und sowas retten kann und dann in seinen Park bringen kann. Da wird man wahrscheinlich dann zu den dementsprechenden Menüs kommen. Und dann haben wir auf der linken Seite zu guter Letzt das Abreißen-Symbol. Unten rechts gibt es aber auch noch ein paar Knöpfchen. Da haben wir unter anderem diese Zeitregelung. Da kann man pausieren und halt vorspulen, wie man es gerade möchte. Diese Leiste zeigt an, wie gestresst die Mitarbeiter sind. Und dann kann man ganz gut managen, wann man diesen mal eine Pause gönnt. Und ich denke mal, das Geld und die Parkbewertung sind soweit selbsterklärend. Und ja, Leute, das waren jetzt verdammt viele Informationen. Ich hoffe, das Video war nicht zu lang und sehr informativ für euch. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.